Tja, es ist mein Leben, diese Gießerei. Und ich bin jetzt 45 Jahre circa hier und bin auch erst bin als Hämpfling hierher gekommen. Und erst auch natürlich im Laufe der Jahre hat es immer mehr Bedeutung für mich gewonnen. Einfach zu sehen, dass man mit den Händen und mit dem bisschen Kopf, wo man hat, dass man da auch ein bisschen was schaffen kann. Und wenn ich heute durch die Stadt gehe oder so mal rumschaue, dann trifft man immer mal alte Bekannte, die also schon aus der Werkstatt gekommen sind, auch von den Vorfahren und von den Leuten, die die Werkstatt vorher betrieben haben. Es waren immer Kunstwerke, die also aus der Werkstätte rausgegangen sind. Und das möchte man natürlich, diesen Ruf, der also ohne weiteres schon über fast anderthalb Jahrhunderte da ist, den möchte ich natürlich auch bewahren. Wenn ich die alten Sachen anschaue, muss ich den Hut runter, was die Leute geleistet haben, was sie zu Wege und zustande gebracht haben. Kann man nur nacheifern. Und da bemühe ich mich drum. Und die Alten, die haben schon gesagt, also ein guter Gießer, der muss mindestens 100 werden, bevor der gute Gießer ist. Ja, und die paar Jahre, die schaffe ich noch. In dieser Firma steckt so ein Riesenpotenzial an Wissen, an Können, auch von den ganzen Mitarbeitern her, nicht jetzt nur von mir, sondern die Leute, die jetzt teilweise Jahrzehnte hier sind. Die haben so viel gelernt hier und jeder bemüht sich darum, weil jeder gern hier ist. Und natürlich auch bestrebt ist, dass bei jedem, es ist ja alles ein Stück und ein Guss. Und dass jeder Guss gut wird und dass er gut rauskommt aus der Form.